Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial. Und zwar geht es heute um Windows 7. Nicht um Windows XP, es geht heute um Windows 7. Und zwar hat Windows 7 ein Problem. Und zwar ist das Problem, dass es immer sehr viel Arbeitsspeicher frisst. Weil visuelle Effekte, Aero-Effekt, Aero-Peak nennt sich das, glaube ich, dies automatisch maximieren, wenn man zum Beispiel irgendein, was nehmen wir jetzt mal als Beispiel, irgendein Ordner öffne. Und das nach oben ziehe, wird das automatisch maximiert, wie man das ja sieht. Um das alles auszustellen, um euren Rechner etwas schneller zu machen, weniger Arbeitsspeicher ihm zu geben, also heißt, dass die ganzen Effekte aus sind, dass der PC ein bisschen schneller läuft, etwas weniger RAM benutzt wird, kann man das System etwas umstellen. Und zwar geht ihr wie folgt, einfach auf Start, Systemsteuerung, dann seht ihr das Fenster. Bei mir ist es eigentlich umgestellt, aber ich habe das mal auf Standard eingestellt. So, und seid ihr dann Systemsteuerung, dann geht ihr auf System und Sicherheit, dann auf System, dann ist unten links Leistung, Information und Tools. Moment, ich muss mal ein bisschen kleiner machen. Mal Zoom-It mal benutzen, dann seht ihr das. Leistung, Information und Tools, ich markiere euch das auch nochmal. Hier unten müsst ihr hin. So, dann klickt ihr da drauf. Und dann kommt hier auf der linken Seite visuelle Effekte anpassen. Markiere ich das auch nochmal, dass ihr das nochmal genauer sieht. Da müsst ihr draufklicken. Visuelle Effekte anpassen. So, dann seid ihr in diesem Fenster hier drin. So, in diesem Fenster stellt ihr ein. Ihr könnt natürlich das wahlweise selber einstellen. Hier oben haben wir einmal Aero Peak aktivieren. Das ist jetzt die ganze Oberfläche von Windows, also diese schöne Oberfläche. Dann animieren beim Minimieren und Maximieren von Fenstern. Das ist eine Animation, braucht man nicht unbedingt. Bei mir ist zwar alles drin, weil bei mir ist das so oder so egal. Ja, und hier gibt es auch noch die Information, diese Funktion mit dem großen Kleinen. Das ist doch, glaube ich, das gewesen, falls ich mich nicht ganz irre. Ganz genau weiß ich es gerade nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel nicht viel Arbeitsspeicher habt, ihr habt zum Beispiel nur, sagen wir mal, 1 GB drin, ihr habt Windows 7 drauf, würde ich euch empfehlen, für optimale Leistung anpassen anzuklicken. Also das hier oben, dieses Fenster hier, das war natürlich falsch, was ich hier gemacht habe, dieses Fenster hier anwählen, für optimale Leistung anpassen und dann einfach nur unten rechts auf übernehmen und okay, ich mache das jetzt nicht. Und dann hat euer System, verbraucht da definitiv weniger Arbeitsspeicher. Was gibt es denn noch Schönes im Einstellen? Ja, es gibt noch mehrere Sachen, die man einstellen könnte. Man könnte jetzt hier bei dem Prozess hier bei den virtuellen Arbeitsspeicher könnte man was einstellen. Würde ich aber vom System normal verwalten lassen. Müsste nicht unbedingt was einstellen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts großartig, nicht dass ich wüsste. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, ihr könnt mal unten auf Moment, ich muss mal kurz, kann ich das Fenster eigentlich wieder mitnehmen hier? Okay. Hier unten auf Start gehen und da jetzt mal eingeben msconfig. So, ziehen wir das Fenster wieder hoch. MS-Config. Wenn ihr das eingegeben habt, seid ihr in diesem Fenster. In diesem Fenster wird eingestellt von dem System, was ihr alles startet. Also welche Programme gestartet werden sollen zum Start. Ihr könnt mal auf den Reiterpunkt, war das jetzt hier? Ja, genau. Geht auf den Reiterpunkt Start und wählt ihr das System Windows 7 aus. In der Regel ist das auch angewählt. Weil wenn ihr ein Betriebssystem nur installiert habt, ist das normal. So, dann geht auf erweiterte Optionen. Dann gibt es hier oben Prozessoranwahl. Ich habe Mentor 2 eingestellt, weil ich im Moment auch noch einen Dual-Core habe. Dann macht ihr hier oben links einen Haken rein, Prozessor aus, Prozessoranwahl. Wählt eure Prozessor an. Meistens sind es 2, da habt ihr auch 4 oder 6, je nachdem. Wählt ihr das an, macht auf OK. In der Regel läuft der Rechner viel, viel schneller hoch. Also der ist viel, viel schneller. Ja, beim Hochfahren geht das viel, viel schneller. Ich habe das selbst probiert. Das stimmt doch wirklich. So, dann könnt ihr noch Systemstart gehen. Wie ich hier zum Beispiel sehe, habe ich ONO Defrag drinne. Dann mache ich einen Haken raus, dann wird das nicht mehr mitgestartet. Dann hatte ich noch was anderes drin. Dann muss ich kurz mal gucken. Ne, sonst ist nichts drin. Dann guckt ihr einfach mal durch, was ihr alles drin habt. Wenn da zum Beispiel drin ist, wie hier drin ist, Adobe Update. Das könnt ihr ausmachen. Oder was gibt es noch Schönes? Ja, hier im Moment habe ich nichts mehr drin. Alles, was mit Updates zu tun hat, zum Beispiel gibt es ein U-Shed. Das ist von Java ein Update-Programm. Könnt ihr auch ausmachen. Wenn ihr soweit seid, macht ihr einfach übernehmen. Dann gibt es hier noch Dienste.
Da könnte man auch ein paar Sachen ausschalten. Nur das zeige ich euch gleich. Da gibt es einen anderen Trick. Und zwar geht ihr bei Computer. Ich habe jetzt oben links Computer. Rechte Mausklick. Verwalten. So, sobald das aufgefahren ist, das dauert wahrscheinlich einen kurzen Moment. So, hier haben wir das Verwaltungsfenster. Geht ihr unten links auf Dienste und Anwendungen. Dann Dienste. So, es dauert wieder kurz einen Moment. So, es hat euch schon alles geladen. In diesem Fenster werden Dienste, die auch vom Windows-Start, heißt zum Beispiel Windows Firewall und so weiter, wird automatisch mitgestartet. Könnt ihr je nachdem auch ausschalten. Also ich würde euch empfehlen, nicht alles auszumachen, weil es gibt sehr viele Sachen, die ihr braucht. Also zum Beispiel könnt ihr ausmachen. Fax könnt ihr eigentlich ausmachen, wenn ihr das nicht benutzt. Das ist uninteressant für euch. In der Regel ist es auch aus. Was könntet ihr denn noch ausschalten? Es gibt auf jeden Fall mehrere Sachen. Was haben wir denn Schönes? Gucken wir einfach mal durch. Sicherheitscenter. Also ich habe Sicherheitscenter aus. Ich persönlich brauche das nicht. Um das auszuschalten, ist eigentlich ganz einfach. Auf dieses Fenster, das habe ich Sicherheitscenter angewählt. Mit der linken Maustaste. Drückt ihr einfach rechte Maustaste. Eigenschaften. Dann kommt ihr dieses Fenster rein. Dann müsst ihr oben auf Starttyp deaktivieren gehen. In der Regel ist das noch an. Dann geht ihr unten auf den Button beenden. Hier unten den. Dann wird das Programm gleich direkt beendet und geht einfach übernehmen. Wenn ihr das gemacht habt, ist das Programm komplett aus und auch aus, also ausgeschalten. So, was gibt's noch Schönes, was man ausmachen kann? Ich habe zum Beispiel den Card Space aus, aber der ist glaube ich sogar aus. Den Defender, warum ist der Defender eigentlich an? Den habe ich doch glaube ich ausgemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Update ist bei mir zum Beispiel aus, weil ich das total idiotisch finde. Man macht ein Update und ja, es werden weitere Sicherheitslücken geöffnet. Deswegen ist das für mich, ich finde das unlogisch, deswegen ausgemacht. Dann habe ich die Windows Firewall selber ausgemacht, weil wenn man einen Router hat oder hat eine andere Firewall auf seinem Rechner, braucht man die Windows Firewall nicht. Die kann man sich dann sparen. Ansonsten habe ich nichts mehr ausgemacht. Gerade überlegen, ob es eigentlich noch irgendwas gibt. Ja, es gibt noch was mir gerade einfällt. Man könnte auf den Desktop gehen, rechte Mausklick, anpassen. Dann gibt es hier, wo war das jetzt schon wieder? Anzeige. Und dann geht ihr auf Auflösung anpassen. Und geht hier oben mal auf, ne warte, hier war es, weitere Einstellung geht ihr mal drauf. Dann auf Monitor. Und dann gibt es hier Bildschirmwiederholungsrate. Würde ich euch empfehlen, die Bildwiederholungsrate so hoch zu stellen, wie es nur geht. Aus dem Grund, dann flackert das Bild nicht mehr so stark. Jo. Ansonsten gibt es nichts weiter, was ich so euch zeigen könnte. Das ist außerdem die Auflösung vom zweiten Monitor. Das ist mein erster hier. Also der zweite ist es, wohl auch, wie auch immer. Hier mal, das ist jetzt mein großer Monitor, mein TFT. Sieht man ja da, Magic LCD, das ist der andere. Jo, das wäre es eigentlich soweit. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. In dem Sinne Tutorial, es ist eigentlich eine, ja, wie verbessert man sein Windows etwas? Also wie wird das schneller? Wie braucht der Rechner halt weniger Arbeitsspeicher? Jo, das Einzige, was mir so noch einfällt, ihr könnt mal auf, ich mache wieder das Fenster wieder runter, dass er das sieht, Windows 7, einfach hier den Start wieder öffnen, hier unten eingeben, Reg Edit, seht ihr ja, so, wird der Registrierungs-Editor geöffnet. Und dann geht ihr mal auf, Moment, ich musste gerade mal selbst überlegen, wer das mal war. Das war eigentlich Local Machine System, Current Control Z Control. Dann war das, wo haben wir es denn jetzt? Moment. Obwohl ich würde sagen, das mache ich wahrscheinlich in einem anderen Video. Wenn ich das auf die Schnelle jetzt nicht finde, weil ich jetzt gerade nicht mehr genau weiß, wo das mal war. Ja, ich finde es wahrscheinlich jetzt so auf die Schnelle nicht. Oder muss man Current User? Ne, Current User war eigentlich normalerweise falsch. Wir können trotzdem mal gucken. Current Control Z, Control. Ne, da ist es nicht drin. Das ist schon Local Machine System. Current Control Z. Ne, jetzt weiß ich mal weiter. Control, das ist schon richtig. Was anderes gibt es ja eigentlich hier auch nicht. Ja. Oder was? Services? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Weil, wie gesagt, ich habe immer viel im Kopf und ich weiß da nicht unbedingt immer alles, auf Anhieb zumindest. Dann muss ich den kurz überlegen, dann weiß ich es wieder. Nee, ich glaube, ich finde das wirklich so auf die Schnelle jetzt nicht. Das ist die Memory-Einstellung, also die CPU 2. Was mache ich dann beim nächsten Video, würde ich sagen. Und dann würde ich einfach sagen, wenn es gefallen hat, dann macht mal ein Gefällt mir. Und wenn ihr neu seid und die Videos gut findet von mir, dann abonniert mich, also wenn ihr mich gerne schauen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Feinflug LP. Bye bye.